Küss die Hand und Servus. Ich bin's, der Klausi, der wieder mal ein YouTube-Video macht. Schon eine Zeitl her, dass ich das letzte Mal was online gestellt habe. Hat aber einen guten Grund. Nicht etwa, dass ich die Lust daran verloren hätte oder dass ich es nicht kennt hat oder ähnliches. Nein, nein, ich war beschäftigt mit den 16er Buben. Schaut rein auf den YouTube-Kanal 16er Buben TV. Die Wiener Liedpartie, mit der ich seit 25 Jahren unterwegs bin, mit Patrick Rutger gemeinsam, spielen wir Wiener Lieder, traditionell, alte, althergebrachte, aber auch neue. Naja, und auf jeden Fall war ich da ziemlich eingespannt und wir haben da eben unser 25-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert im 19er Jahr. Da war also mein Schwerpunkt auf die 16er Buben. Jetzt habe ich gesagt, neues Jahr, neues Glück. Ich werde wieder selber auch was machen. Die Geschichte mit diesen YouTubern und Influencern und Content-Creatern ist halt die. Was mich betrifft, ist es halt so, dass ich natürlich, wenn ich ein YouTube-Video mache, ein YouTuber bin. Wenn ich einen Inhalt veröffentliche, eigentlich ein Content-Creator. Und wenn sie irgendwelche Leute davon beeinflussen lassen, dann auch ein Influencer. Sind alles nur Begrifflichkeiten. Ich bin ein Musiker. In erster Linie Musiker, Komponist. Ich bin einer, der die Musik immer geliebt und geschätzt hat, respektiert hat, der mit der Musik aufgewachsen ist, autodidaktisch alles erlernt hat. Also ich habe keine wirkliche Ausbildung genossen in diesem Bereich. Und da habe ich jetzt zumindest seit 25 Jahren, wo ich mit den 16er Buben unterwegs bin, doch schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Ich habe gemeinsam mit Patrick Rutger einen Musikverlag und ein Music-Label gegründet. Ich schreibe Lieder, ich spiele Lieder, ich spiele vor allem die Kontragitarre. Natürlich, ein Steckenpferd für mich ist auch Jazz oder halt neuere Musik. Und das bin ich. Im Wesentlichen bin ich Musiker. Natürlich, am Anfang denkt man sich, naja, was haben ich schon viel zum Erzählen? Es gibt ja alles bereits auf YouTube. Auf der anderen Seite, und das haben mir schon viele Freunde auch gesagt, sagen sie erst, ich bin seit 25 Jahren Musiker, seit 15 Jahren Berufsmusiker in Österreich. Ich habe ein Label, einen Verlag. Naja, ein bisschen Erfahrung kann ich mir da schon zugestehen. Also Themen rund um die Musik, die mich irgendwo beschäftigen oder wo ich Erfahrung habe, das wird so der Inhalt sein, dessen, was ich da bringe. Weil das ist etwas, wo ich daheim bin. Und mein Schi langsam wird es da schon heiß. Ein bisschen. Was heizt denn du so? Also habe ich vor, öfters mal YouTube-Beiträge wieder zu gestalten, aber eben mit dem Schwerpunkt Musik, aber nicht nur, weil die Seite heißt ja Klaus Steurer, der Kanal heißt Klaus Steurer, mein Username in den ganzen Plattformen ist Klaus Lebt. Ich soll ein bisschen darauf hinweisen, dass mich einfach viel interessiert, dass ich in vielen Themen unterwegs bin und gern unterwegs bin. Ein Experte bin ich in fast gar nichts. Aber ein leidenschaftlicher Mensch, wenn es um was geht, was mich interessiert. Und nachdem es mein Kanal ist, wäre ja die Sachen bringen, die mich interessieren. Also es wird Musik an sich geben, es wird Hintergrund geben, es wird Backstage-Berichte geben, behind the scenes, wie man so schön sagt. Wie übt man richtig, wie lernt man Instrument, autodidaktisch, das werden die Themen sein. Ich hoffe, ich werde es umsetzen können, weil nach wie vor natürlich gilt ja eines meiner Hauptaugenmerke, den 16er Buben, ich gehe jetzt auf Sicherheitsabstand zum Wamsler. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Bussel, Baba, Servus.